Willkommen zurück bei Let's Play Magna Carta 2. Im letzten Part sind wir in Abazet angekommen, der Stadt der Südarmee. Und wir haben uns der Counter-Sentinel-Einheit angeschlossen. Des Weiteren sind uns Argo, Crosshell und Zephytool beigetreten, mit denen ich jetzt mal rede. Welch eine Überraschung, dass die Werbe sich mit der Mutter verbindet. Wir müssen sie unter Kontrolle bringen. Na, das machen wir doch glatt. Leider habe ich hier drin keine Minikarte, also gehe ich hier raus. Oh Gott. Ding, ding, ding. So, gibt's hier irgendwo eine Quest? Ja, ich würde sagen, Zeit für eine kleine Stadtrunde. Ah, da, der hat schon eine Quest für uns. Welch Zufall. Ha! Wie schön euch zu sehen, ich bin Yemi. Yemi, von den Kaufhund geht ihr, müsst mir einen Gefallen tun. Angeblich stecken ein paar Geldmitarbeiter bei der Kammermine in großen Schwierigkeiten. Ich habe Hilfe angeboten, die aber noch nicht auf sich warten lässt. Da will ich, dass ihr uns helft. Wir sind damit für die Kaufmannsgilde zu beschützen. Ihr werdet mir also helfen, oder? Da ich ein Gürtel der Zauberkraft kriege, sowieso. Danke, wir verlassen uns auf euch. Der Mann, den ich rekrutiert habe, wartet am Stadteingang. Er kennt den Weg zur Mine, folgt ihm einfach. Ach, wenn er einlassen kämpfen kann, gehört er doch zur Kaufmannsgilde, gibt ihm. Gibt auf ihn nach. Bla. Für Besichtigung ist später noch Zeit, sehe ich anders. Hier kamen wir aber auch noch später ein paar kleine Quests rein, aber naja, das ist alles spät. Wiederbelebungskapsel! Hi, hast du was zu sagen? Ja, Schlucht ist mein Tod, bla, egal. Unwichtig! Keine weiteren Quests, willst du mich echt verarschen? Ah, hier gefallen. Okay. Ich glaube, man. Oh, go, brr. Na, ich glaube, ich komme. Na? Da. So kann man übrigens die Anführer wechseln. Und jeder von ihnen hat halt spezielle Fähigkeiten, bla, bla, bla. Das Gedöns, was halt am Anfang Kiste alles gesagt wurde schon. 150 Cent! Was irgendwie billig ist, weil das. Ne, nicht zwei, aber drei Gegner droppen. Irgendwie sinnlos, dass das in der Kiste war. Gut, okay, ist jetzt nicht mein Haus. Naja. Trotzdem. Mich hätte. Naja. Mehr schlauer Soldat. Du bist schlau? Wer seid ihr? Ich bin kein Spion. Ich bin kein Verdächtiger. Ich bin kein Spinner, ich bin überhaupt nicht verdächtig. Aber sowas von. Aber sowas von, ey. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Das fällt doch überhaupt nicht auf, also. Das ist absolut secret. Ach komm. Die Musik hat was. Hi. Neben den Menschen gibt es in Landzeit viele verschiedene Stämme wie Trevor, Mara, Avis. Die Hunde in den Straßen sind die Monster. Die Monster waren einst wilde Tiere, die sich selbst modifizierten, um sich an eine kahlen, arme Welt anzupassen. Die Anpassungsfähigkeit von Lebewesen ist erstaunlich. Yo, hast du noch irgendwo eine Kiste versteckt oder so? Weil, finde ich echt cool.
Also mal einfach so bei anderen Leuten ins Haus reingehen und Kisten knacken ist immer gut. Naja, was soll's. Dann würde ich mal sagen, gehen wir aus der Stadt raus. Da wir jetzt hier nicht so viel machen können. Und dann bekommen wir auch endlich das Gedöns erklärt, was uns verhindert, dass wir den Overheat zum Opfer fallen. Also, der spielbare Charakter, der den Overheat zum Opfer fällt. Mich verarschen. Saat des Untergangs. Die Saat des Untergangs begann sofort nach dem Ende des großen Tarakrieges vor 1000 Jahren auf die Erde, auf die zerstörte Landschaft herabzuregnen. Diese dunkle und unheimliche irgendwas. Aber so. Säule. Speichern. Ach, speichern endlich, Halleluja. Denn wir spielen mittlerweile, ja, ich nehme Sequenzen auf. Juto, take this. Was? What? Come on, you don't even know what a cube is? Are you sure you really want to give him a cube? Of course I am. He's a member of the Counter-Sentinel unit now. What the heck is a cube? Is it really that big a deal? Allow me to graciously enlighten you, my ignorant friend. A cube is a device that allows you to receive letters from others. Aha, also in eurer Welt ein Handy. How do you get letters with something like this? First, you enter the characters into the cube. It converts those into con, slips it into the con that flows throughout the world, and it's sent to the pillar in whatever region you want. What? Oh well, I suppose your brain isn't capable of understanding even when it's explained to you. Look, just try to remember that cubes are used to send and receive letters. That's a dedicated Southern Forces cube, so if there are any Southern Forces pillars in the area, you'll be able to send and receive. Pillars? The ones you use to save memories? But I'll be, you knew that. Pillars make it possible to save human memories by converting them into con. The Southern Forces pillars are all interconnected, so the pillars can share information between each other. Also, all letters sent by someone using a cube are delivered by pillars to their recipient. And you can check the letters you've received from the main menu. Schon wieder so ein Satz, der absolut reinpasst und sowas. Our operation orders sometimes come in via cube. So, also make sure you check. Also, eine fette Einblendung, glaube ich, rein. Don't be such a know-all. Es ist so. Everybody knows this stuff. That's enough. Juto, as a member of the Counter-Sentinel unit, you'll do most of your fighting in a group from now on. Would you like to study party combat? The situation is exactly the same as it was on Highwind Island. Do you know how party combat works? Would you like to learn? Prinzessin, bitte zeig mir, wie es geht. Well, in that case, I think we should put the party combat method into practice. All right? Steffi hat die Gruppe verlassen. All right, I'll teach you how party combat works. Let's try fighting against a claw beast. Clownbestie. Right. Argo and Crocel, I know you know this already, but pay attention anyway. A party is comprised of one leader and two people who provide support. The leader can be controlled directly. The leader can also be changed to any party member. The leader can also be freely changed amongst party members. Only the leader can use signature techniques or items, so swap out the leader according to how the battle is proceeding. What do you do to switch leaders? In the battle menu, under the leader heading, choose a leader from the list of party members. When you press the Y button and open the battle menu, you'll be able to switch headings by pressing the right bumper or the left bumper. Put the cursor on the member you want to make leader, and press the A button to select. At the moment, Juto, you are the leader. Why don't you try making Argo the leader right now? Das hast du vorhin gerade gemacht. Zählt das nicht?
Halleluja! Danke. Nicely done! In the battle menu, there are also headings for items and AI settings, in addition to meter. Now don't forget, while you're in combat mode, you can do things like use an item or change a member's fighting methods only by utilizing the battle menu. Understood. Next, I'll explain how to check a party member's status. In combat mode, information regarding the members who are fighting is displayed on the left-hand side of the screen. Keep an eye on everyone's stamina, strength, and con conditions as a guide for deciding when to switch leaders. Klar doch. Right. Also, you can check out the arrow that indicates direction, which is displayed next to each member's name. If you press the direction pad in the direction of the arrow, the corresponding member will become leader. You can switch leaders instantly without opening up the battle menu. All right, let's try it out for real. While in combat mode, try using the direction pad to... Anführer wechseln. Es gibt drei Arten eines Anführers zu wechseln. Im Kampfmodus das Steuerkreuzmenü, im Kampfmenü Anführer auswählen oder im Pausenmenü Formation auswählen. Ein Anführerwechsel mit dem Steuerkreuz ist nur im Kampfmodus möglich. Richte dazu den Pfeil mit dem Steuerkreuz auf das Beschreibungsfeld eines anderen Charakters, der dann zum Anführer wird. Um einen Anführerwechsel im Kampfmenü vorzunehmen, müssen wir mit der Y-Taste ins Kampfmenü wechseln. Wähle dort mit der rechten und oder linken Bumper den Punkt Anführer. Bewege den Zeiger auf den Charakter der Anführerwechsel und drücke anschließend die A-Taste. Um den Anführer über die A-Taste Formation zu wechseln, rufst du das Pausenmenü mit der Starttaste auf und wählst dort die Option Formation aus. Dann kannst du den Anführer wechseln, indem du den Cursor auf den neuen Anführer wechselst und die X-Taste. This fight just got serious. Bring it on! Nein, ich wollte schon den Move machen. Hey, I'm leader, huh? This method of switching leaders via the direction pad is especially vital to success in battle. By switching leaders using the direction pad, there is a way to pass on the power of overdrive to the next leader. Now when you do this, one of the party members will experience overheat, but in exchange, the new leader will be strengthened. A chain. We call this a chain. Oh, so when in overdrive, I just need to use the direction pad to change leaders. That's right, but I'm afraid that just being in overdrive isn't really enough. You need to use the skill while in overdrive, and then when you overheat afterwards, you can simply change leaders using the direction pad. Now then, are you having trouble continuing with the skill after you enter into overdrive? If you're having difficulty, you should be able to use a skill after you've expended nearly enough stamina to enter overdrive. So, I should time my use of skills to when I'm approaching overdrive, then? That's right. Crocel is the leader now, so try to have him initiate a chain state with you. Why do I have to work with that bozo? That's an order. Now try it. Chain. Bei einem Anführerwechsel mit dem Steuerkreuz kann ein zuvor aufgebauter Overdrive-Zustand an den nächsten Anführer weitergegeben werden. Diese Aktion wird Chain genannt. Zum Ausführen einer Chain sind folgende Schritte notwendig. Die Chain wird unterbrochen, sobald eine Chain-Angriffsserie unterbrochen wird. Erstens verwende ein Skill im Overdrive-Zustand. Zweitens führe im Overheat-Zustand mit dem Steuerkreuz einen Anführerwechsel durch. Im Chain-Zustand wird die Angriffskraft um das 1,5-fache erhöht. Genau wie im Overdrive-Zustand werden auch die Effekte von Regenerationsskills erhöht. Ein Chain-Zustand wird unter folgenden Umständen beendet. Du greifst nicht an, bevor die Overheat-Zustand des vorhergehenden Anführers neutralisiert ist. Du wechselst vom Kampf in den Bewegungsmodus. Der vorhergehende Charakter in dem Chain, der Chain, ist nicht mehr in der Lage zu kämpfen. Und da seht ihr einen Feuerkranken. Ja. Angriff! Don't hold a grudge against me. Hey, leave it to me. Ha!
da habt ihr es ja gesehen, da ist der Chain abgekackt. When in a chain state, your attack strength goes up 1.5 times, just as it does in overdrive. Wie könnt ihr das so genau ausrechnen, dass es um das 1,5-fache erhöht wird? Also, just as it does in overdrive, the established chain state ends the moment you stop attacking. So you need to attack in a hurry then. Don't rush things. Even if you've entered the chain state, you don't need to begin attacking right away. When you enter the chain state, the member who was the previous leader enters an overheat state. Remember? You just need to make sure to begin attacking as much as you can before that member's overheat state is lifted. That's why when you're in a chain state, you should act calmly while observing the battle situation closely. Ja, weiß ich alles schon, danke. Verstand. Understood. Next, I'll explain how to use a chain in an even danke. More powerful way. If you use up all your stamina while in a chain state, you enter into a new drive state. When this happens, your attack strength becomes double normal. This is called chain drive. That's amazing. But just as with overdrive, if you suddenly stop while in chain drive, you'll fall into an overheat state. And so, just as when you initiate a chain, you use skills while in a chain drive state. If you do this, the two members performing the chain will have their stamina completely restored and won't fall into an overheat state. We call this chain break. All right, let's try it for real. Oder auch nicht, chain break und chain drive. Sobald im Chain-Zustand eine Ausdauer aufgebraucht wurde und sich die Anzeige rot färbt, verdoppelt sich dein Angriffskraft. Chain Drive! Genau wie im Overdrive-Zustand gerätst du in den Overheat-Zustand. Sobald der Chain Drive endet, du erhältst jedoch einen Bonus, wenn du im Chain Drive-Zustand skillst, dann wird es woraufhin der Chain Drive endet. Dann nennt man dann Chain Break. Ist der Chain Break erfolgreich, vermeidest du den Overheat-Zustand nach Ende des Chain Drives. In diesem Fall wird deine Ausdauer komplett wiederhergestellt. Nach einem Anführerwechsel setzt sich auch die Ausdauer des vorhergehenden Charakters im Chain-Zustand, sodass sich die Wirkung eines Chain Breaks kontinuierlich erhöht. Nach erfolgreichem Chain Break wird der Chain-Zustand dann nicht mehr auf Dritte übertragen. Zur Durchführung eines Chain Drives und Chain Breaks wichtig, die Verwendung von Ausdauer zu planen. Und in dem Punkt Formation im Pausenmenü kann man die Gruppen wieder wechseln. Außerdem kannst du im Kaffee die KI-Einstellung anpassen, dann kämpfen lassen. Deine Kämpfe lassen sich viel leichter steuern, wenn du diese Art Änderung durchführst. Bam, bam, bam. Und los. Argo, what do we do? Big man, huh? Even so, you've no skill with your power. This is the end. Crosshair, let's connect. It's only that. Yay, ich hab einen Chain Break gemacht. Woohoo! Well done. Chain Drive. Chain Drive and Chain Break might have powerful effects, but they come with great risks. If you fail to use skills while in Chain Drive, you'll lapse into an overheat state. That means that two members of the party will be in an overheat state, so it's extremely dangerous. When in a chain state, depending on your stamina and con, it's best not to take unnecessary chances. Right. Stamina consumption amounts vary from member to member, so doing things like changing party members will make it easier to fight. You should also try changing members' fighting methods under the heading marked AI settings in the battle menu. Understood. Finally, this might not have much to do with party combat, but here's one last thing. Oh, komm, muss das I'm going to teach you all about attribute con. Juto, just as you and Argo use skills that utilize strength con, Cresselle and I use wizardry that utilizes attribute con. Although I can create wind con, and Cresselle can create fire con, people who are able to create attribute con in this manner are referred to as wizards. What's the difference between strength con and attribute con? Und Element con bildet sich außerhalb, also es ist nur in der Gegend und da verschwindet aber auch leicht wieder.
It works exactly the same as when Strength Con is generated as you attack your enemy during combat, but Attribute Con isn't generated within the body. Con is generated in the space where you're fighting, so if you leave that location, you can't use the Con that you generated. Also, it fades as time passes, so if you cause Con to be generated, you should make aggressive use of skills. Crocelle, to make it easier to understand, use a skill that uses Fire Con. Sure. Watch close now. Element Con. Es gibt vier Arten von Element Con, sowie das Stärke Con. Element Con besteht aus Feuer, Wasser, Blitz und Wind. Jede Zauberer nutzen diese Elemente, um ihre Zauberkraft anwenden zu können. Zauberer können Element Con mit Hilfe von Standardtechniken generieren. Das Generieren Con wird auf dem Schlachtfeld in Form von Lichtwellen sichtbar. Das zur Verfügung stehende Con kann zudem durch die Con-Anzeige im Kampfbildschirm aktiviert werden. Element Con entsteht dort, wo du kämpfst. Solltest du also den Bereich verlassen, in dem Con hervorgebracht wurde, wirst du nicht mehr dazu in der Lage sein, dieses Con, das nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet, zu nutzen. Du solltest es daher anders handhaben als Stärke Con, das nach seiner Entstehung erhalten bleibt und dir somit mehr Freiheit gibt. Die Zauberer sind auch in der Lage, mit Hilfe von bestimmten Skills Element Con in Items zu wandeln. Wenn ein Item, das in Element Con erschaffen wurde, im Kampfmodus eingesetzt wird, wird sofort ein weiteres Element Con generiert. Das sind bestimmte Kristalle, die hat man dann auf einmal dann. Neben dem von den Zauberern produzierten Element Con gibt es auch noch andere natürlich vorkommende von Element Con Vorräte, der Umgebungs Con genannt werden. Umgebungs Con wird automatisch regeneriert, wenn Zauberer es für Skills verwendet haben. Und es löst sich auch nicht mit der Zeit auf. Wenn ein Gebiet große Mengen Umgebungskan bietet, können die Zauberer viel leichter ihre Skills einsetzen. Das soll man sich jetzt zunutze machen. Neben den Minikarten siehst du, wie viel Umgebungskan zur Verfügung steht. Außerdem zeigt die Kan-Anzeige das Kampfbildschirm die kombinierte Menge von Zauberern. Erstellt das Element Umgebungskan an. My fist of flame, huh? Load on the spear! The defensive level of power! Leave it to me. Do you understand? Crocelle is going to send you all the information he thinks you might need on Attribute Con and Environment Con via Q as soon as he's able. Laser! Darum. Why do I have to do it? Du tust das, was er dir sagt. Do as tells you. Fine, all right. Wie freundlich das klingt. Let's go and slay some werewolves. Oh yeah, I've been itching to get to this. Hooray! Ach, das kann man besser erstmal noch schlecht machen. Ihr habt doch gerade den Skill, den... Machen wir dann. Ich möchte jetzt mal speichern. Und da oben seht ihr dieses blinkende Symbol, das sind Arischen. Wenn ich hier B drücke, sehe ich alle Arischen. Darum. Das ist alles noch Bullshit, Bullshit, Bullshit. Jetzt wirst du Gruppenkämpfer, also merkt ihr ein paar Dinge zur Erfahrung. Wenn du in einer Gruppe an einer Schlacht teilnimmst, erhältst du 100% der Erfahrung. Als inaktives Mittel erhältst du nur 70%. Aber wenn du Erfahrung als Prämie erhältst, erhältst du alle sowohl Gruppen als auch inaktive Mitglieder eine Nummer. Vergiss das nicht. Das Pausen kann im Kampfmodus geöffnet werden, aber einige Items sind dann nicht verfügbar. Items, die im Kampfmodus benötigt werden können und Kampfmittel verwendet werden, also solltest du sie nicht verwechseln. Du kannst die Kampfmenü-Öffnungssatte aufrufen. Dies ist ein Testbild. Er wird vielleicht niemals ankommen. Als nächstes muss der Counter Sender wirst du jetzt unzähligen Problemen gegenüberstehen. Aber egal. Wie schlimm es dir ergeht, verliert dich selbst nicht aus den Augen. Vergiss das Ziel der Freiheit nicht. Viel Glück uns beiden. Geben wir unser Bestes. Okay, damit habe ich alle Post gelesen. Jetzt speichere ich und werde diesen Part beenden, denn der geht sowieso schon viel zu lange. Okay, Leute. Ja. Und wie ihr seht, haben wir ordentlich. Oh, fast 3 Stunden.
Ich habe jetzt genug aufgenommen für heute. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. So Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Magna Carta 2. Bis dahin, haut rein und baut keinen Dreck.